falsch. Naja, wollte ich gerade wegmachen. Ach so. Jetzt habe ich es schon weggemacht. So. Oh, warte mal, mir fällt gerade was auf. Jetzt muss ich erstmal was gucken. Das Dach geht ja bloß bis dahin. Weil ich ja die Wand hier vorne habe. Ach so, wie immer. Nix, alles gut. Thorsten, wenn du noch eine Lampe brauchst, du kannst mal hier die eine abbauen. Die Lampe? Direkt vor der Kirche am Eingang. Was ich gerne ab. Oh, damit wir mal lieber freilassen? Abla. Er demoliert meine Kirche. Wenn du dann hinten fertig bist mit dem Park, machst du da auch irgendwie Hecke oder so rum? Und dann den Friedhof noch? Ah, ich komme heute um. Der Park an sich wollte ich keine Hecke drumherum machen, weil der geht ja später weiter. Ach so, ja, okay. Theoretisch könnte ich den Weg hier in der Kirche nochmal vorbeileiten und halt hier unten nochmal anschließen, dann ist es ein Rundweg. Allerdings habe ich mir gedacht, ich warte damit, weil ich ja nicht genau weiß, wie wir weiterbauen nach der Kirche. Und eventuell ja. Baue ich dann den Weg hin, wo man eigentlich dann den Platz gebraucht hätte für was anderes. Und deshalb wollte ich den Weg immer nach dem Gebäude bauen. Ach so, okay. Aber die Kirche, wenn du mir sagst, wo der Eingang zum Friedhof sein wird, mache ich danach eine Abgrenzung für den Friedhof halt. Na, es kommt drauf an, also hier vorne, wo du den See gemacht hast, würde ich ihn jetzt nicht hinmachen, fällt mir gerade so auf, weil dann finde ich nicht so schön. Dann machen wir ihn halt auf die andere. Da, wo du den Seefluss gemacht hast, besser gesagt. Da würde ich ihn jetzt machen wir ihn halt auf die andere Seite. Okay. Wo willst du ihn dann machen? Na hier so, direkt nebendran. Ja, aber wo kommt die Tür hin für rein? Na, hier, wo du den Weg angeschlossen hast. Achso, du willst, dass man von außen reingeht? Ja, na klar. Hätte auch sein können, dass du sagst, was ist ich hier aus? Und man geht hier durch den Turm und kommt dann rein in den... Nee, du hast ja hier ein Dings. Ich würde dann einfach hier so einen Eingang machen, in den Friedhof rein und... Das würde ja theoretisch reichen und eventuell von hier vorne so ein Trampelpfad, das müsste ja reichen. Mit grober Erde kann man ja hier so einen Trampelpfad machen. Ja, okay, weiß ich Bescheid. Okay. Mache ich erst noch jetzt kurz überlegen, was mache ich denn dann hier hin, wo der Fluss ist? Ja, zur Not pflanzen wir einfach nur ein paar Bäume an. Oder du machst jetzt führst den Weg hier noch rüber. Den Weg rüber, ein paar Bänke hin und dann hat sich das. Würde ich jetzt sagen. Boah, ich muss mir unbedingt mal noch mal eine Axt mitnehmen. So, jetzt muss ich mal gucken, wie sieht denn das dann vorne aus? Habe ich hier nicht irgendwo ein Frontbild? Aha. Okay. Ja, dann mache ich das. Dann ja. mache ich das.
Das mache ich anders, okay. Bist du gerade mit deiner Spitzhacke in der Nähe, Thorsten? Dann kannst du mir mal helfen, hier fix die Mauer wieder abreißen und neu hochziehen. Ja, warte, ich komme. Wo bist du denn? Vorne am Eingang. Auf der anderen Seite die Mauer bitte auch komplett wegmachen und ganz nach vorne setzen. Und wir setzen ihn eins rein. Ah, diese Pflanzen hier. Hey, lass meine Pflanzen in Ruhe. Aber diese Pflanzen hier. Wir haben sie ja nichts getan. Nein. Niemals. Ah, Moment bitte. Wieder da. Baby. So, jetzt muss ich bloß überlegen. Wie hoch soll denn die Mauer? Ja, bis... Warte mal, ganz kurz. Kann aber überlegen, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Du kannst auch ruhig schlau machen, muss nicht gerade dumm machen. 2, 3, 4, 5, 6. Ja, mach ich hier denn? Rufen wir, mögen hat mich heute nicht. Können Sie das M lassen und einfach was sagen, sobald du es weißt? Also M die Wand. M? Die Wand muss doch noch wieder eins nach vorne. Och Philipp. Wie hoch soll sie jetzt? Bis dahin. Ich geb dir mal den Restmaterial noch. Ja, schmeiß ihn dann einfach hin. Okay, danke. Ich muss sagen, sieht von... Oh, wo bin ich denn da drin? Sieht von vorne echt geil aus. Muss aber halt noch dekoriert werden, ansonsten ist es ja nämlich einfach nur ein Ziegelstein umgetüm. Ja, nee, na klar. Ist richtig. Decoration ist immer wichtig. Decoration, so sieht's aus. Decoration. Halt, stopp. Halt, stopp. Halt, stopp. Ich habe mich verbaut. Hast du mal ein paar Holztreppen für mich? Ich bräuchte mal so 2 Stacks Holztreppen und 2 Stacks Holzplanken. Planken? Ja.
welche Holztreppen uns deckt. Hab schon, hab mit Sago gesprochen. Und okay. Dann halt gerade vor mir. Aber was für eine Sorte hättest du gebraucht? Eiche. Sag ich mal gleich wieder ein paar Vorrat. Gut. Weil wenn der Herr wieder nur schmart. Die Anzahl, die du gebraucht hättest, hätte ich eh nicht dabei gehabt. Eine Eiche schon gar nicht. Ja, ich weiß. Aber hier brauche ich jetzt Eiche eigentlich. Das war mir doch bekannt. Hat jemand mal so 12 Eichentreppen für mich oder so? Ich brauche nicht viele. Ja, warte. Wo ist denn Sago da unten? Ja. Hier liegen 16. Auf welche? Was, wo? Bei mir. Da auf der Treppe liegen 16 Treppen. Danke. Bitte. Ach, ich bräuchte auch Eichenholzzaun. Hat wahrscheinlich keiner dabei, oder? Na, guck mal in die Kiste da unten. Da könnte zufällig welcher drin liegen. Ein ganzer. Einer! Da kommt man ja richtig weit. Aber hin, Edward! Geh ich mir schnell mal Zeug holen. Aber Zäune haben wir ja. Ey, ich hab ja nichts mehr. Ich hab keine Schaufel, keine Axt dabei. Du bist ja gut vorbereitet. Kennt einer von euch das Lied Kleine Hexe? Nein. Nein? Schade. Nein. Wieso willst du das wissen? Muss man das kennen? Muss man das kennen? Das läuft bei dir? Ja. Okay. Läuft bei dir, ja. Dann hab ich nicht die Nase, ist die läuft, ist doch gut. Okay. Das endet bald wieder in dieser Chaos-Aufnahme von letztens. Wieso endet bald wieder da drin? Wir sind schon längst da angekommen. Ich musste so lachen, als du den Titel einen Schwamm zu Besuch nanntest. Ich hab mich so amüsiert. Oder auch hier, der Fehler sitzt vorm PC. Der Bug habe ich geschrieben, der Bug sitzt vorm PC. Der Bug sitzt vorm PC. Ja, den Folge habe ich mir heute angeguckt. Ich weiß gar nicht mehr, über was du dich da beschwert hattest. Gute Frage, ich weiß es nämlich auch nicht mehr. Vor allen Dingen, wo ihr die Supporter hier veralbert habt, hier wegen den Anliegen. Das war auch gut. Warum soll denn da euer Anliegen stehen? Da müsste doch meins stehen. Alter, da ist er fast ausgerastet, ne? Fand er nicht komisch? Nein, fand er gar nicht komisch. Wir schon. Ich fand's tierisch komisch. Und die Schuhführer, die da rum auf den Let's Play dann kommen, bestimmt auch noch. Was kommt noch? Na, deine Zuschauer dann später, wenn sie auf deinen Let's Plays dann noch stoßen. Ja, wie zum Beispiel hier bestimmte Moderatoren vom Server. Zum Beispiel. Einer guckt ja schon zu. Ach so? Ja. Weil er mal wissen wollte, was man so im Internet über den Server findet. Ah. Und da ist er auf das Let's Play gestoßen. So cool. Ja. Fand ich auch. Stimmt's, Thorsten? Gute Werbung. Ja. Ich auch schon. Viel gebracht hat es jetzt allerdings nicht, aber kommt vielleicht noch. Ey, lass dich weiter ein Jahr gut bezahlen, ne? Wenn der Server durch dich gefüllt wird. Ja, ja. Glaube ich, aber also im Moment jedenfalls noch nicht. Glaub's nicht, dein Wunder.